Hallo und herzlich willkommen zur 9. Theorievorlesung im Bereich der Parapsychologie. Und heute werden wir uns um das Thema Evanesketi beschäftigen. Evanesketi, das heißt so viel wie verschwinden, wurde früher Hyloklastie genannt. Vielleicht ist es dem einen oder anderen unter dem Begriff bekannt. Wir haben das aber entschlossen umzubenennen, weil Hyloklastie ein anderes Phänomen eigentlich schon beschreibt. Und haben es deswegen Evanesketi aus dem lateinischen Wort für verschwinden benannt. Und ja, wir gehen heute auch wirklich dann direkt ins Eingemachte schon rein. Natürlich schauen wir uns in Punkt 1 erstmal ganz grob die Beschreibung an, was ist Evanesketi. Und im zweiten Punkt schauen wir uns 5 Theorien an, die hier greifbar sind. Das ist das verborgene Talent, die Zeitebenenvernetzung, die Hyloklastie, wie gesagt, an sich ein anderes Phänomen, Aliens und die von mir selbst entwickelte Dimensionsrotationshypothese, kurz DRH. Und bei letzterer werde ich ein bisschen vorgreifen auf die Dimensionsthese, weil die ist basic dafür. Die möchte ich aber selbst in den eigenen Vorlesungen zum Thema Spuk behandeln, weil die da viel einschlägiger ist und weil es von da aus eine Ableitung viel sinnvoller ist. Deswegen, die Dimensionsthese würde ich hier nur kurz als Grundlage anreißen. Die Dimensionsrotationshypothese, die auf diese aufbaut jedoch, werde ich hier im vollen Umfang vorstellen. Wahrscheinlich werde ich das dann beim Spuk noch einmal wiederholen, aber hier ist diese deutlich einschlägiger und deswegen möchte ich die hier gern behandeln. Wie ihr seht in der ganzen Inhaltsverzeichnisvorstellung ist nichts zum Thema Fälle. Die schauen wir uns dann in der zweiten Vorlesung dazu an, vielleicht sogar muss ich eine dritte machen. Wir haben nicht so viele Fälle, es gibt nicht so viele Berichte, ich glaube wir haben 12 bis 15 und mal schauen, wie viel Platz ich dafür brauche, wie viel Zeit das einnimmt. Es kommen also hiernach noch mindestens eine Vorlesung mit den Fällen, vielleicht noch eine zweite. Das schauen wir uns dann aber an, wenn es soweit ist. So, genug geplänkelt. Jetzt springen wir direkt ins Thema mit der Beschreibung. Und wie ich ja euch gesagt habe, habe ich ja ein Schema, ein kladistisches Schema erstellt, um abzuprüfen, bei welchen Phänomenen man landet, weil es Gemeinsamkeiten, Unterschiede gibt, nach denen sich verschiedene Sachen klassifizieren lassen. Wir sind jetzt schon so weit gewesen, dass wir im Bereich der Phänomenologie waren, haben also Xenologie, kurz mal gesagt, alles, was mit Aliens ist, und Kryptozoologie, alles, was mit Körpern, also Lebewesen zu tun hat, ausgegrenzt. Und sind jetzt bei der Prüffrage, handelt es sich um einen Ort, an dem Menschen verschwinden? Beantworten wir diese Frage mit Nein, dann werden wir wahrscheinlich bei Video 12 dahin kommen. Wie gesagt, 10 braucht man für die Theorien, 11 ist dann wahrscheinlich noch ein zweites Theorievideo dazu und 12 ist dann halt das nächste Thema. Beantworten wir die Frage mit Ja, dann landen wir hier in dieser Vorlesung zum Thema Evanesketi. Und wie schon gesagt, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie verschwinden. Ist also ein recht einfacher, simpler Begriff. Und mit Evanesketi beschreibt man normalerweise Orte, an denen Menschen ohne Spuren verschwinden. Die sind halt einfach weg in dem Sinne. Tauchen manchmal später auch wieder auf, aber es ist meist so, dass da einer verschwindet, der kommt später wieder, oder aber wird beobachtet, wie er verschwindet von den anderen, der in der Nähe ist, ohne eine Spur hinzuhinterlassen. Wie schon angedeutet, ist der Begriff Hyloklastie dafür früher verwendet worden. Der ist bereits in den 1970er Jahren jedoch anders definiert worden, und zwar ein Begriff für kinetische Phänomene im Zusammenhang mit Spuk. Das heißt, wir hätten hier zweimal den Begriff Hyloklastie, das ist nach wissenschaftlicher Definition nicht hilfreich, passiert manchmal. Vor allem, wenn man unabhängig voneinander arbeitet, dann ist es so, dass sowas halt mal auftauchen kann. Aber deswegen bleiben wir dabei, Hyloklastie sind kinetische Phänomene im Bereich Spuk, passt hier also nicht hin, ist kein kinetisches Phänomen. Und das ist deswegen von uns Evanesketi genannt. So, zwischen den verschwundenen Menschen gibt es keine Gemeinsamkeiten. Das Phänomen ist gruppenübergreifend, trifft Frauen, Männer, Kinder, jung, alt, mit verschiedensten Vorlieben. Meist natürlich Wanderer oder Bergsteiger, also Leute, die viel draußen unterwegs sind. Das passiert in der Regel nicht in häufig genutzten Orten wie Gebäuden. Evanesketi findet nur an bestimmten Orten statt und ist somit ein ortsabhängiges Phänomen. Wichtig zu wissen. Die Ursache muss im Ort selbst begründet sein, ist natürlich die logische Schlussfolgerung daraus, wenn das nur an gewissen Orten passiert. Und man darf das nicht mit Alien-Entführung verwechseln, denn die sind in der Regel personenabhängig und von der Art ganz anders. Also wenn es bei Evanesketi wirklich so ist, als wenn einer einfach verschwindet, es gibt sogar ein paar Berichte, wo
ich sag mal, eine Gruppe, ich glaube, das waren Wanderer oder waren Bergsteiger, ich weiß es gar nicht mehr genau, was das von beiden waren. Aber jedenfalls liefen sie in Abstand von 30 Metern und es zog Nebel auf. Und die Vorspuren von denen, der vorne weggegangen war, hörten einfach mitten auf dem Weg auf und er war nicht mehr zu finden. Auch mit Rufen und so hat er sich nicht gemeldet. Alien-Entführung ist halt meist so, dass die Leute zumindest einen Bericht haben, sich erinnern können an irgendwas, ein helles Licht oder so weiter, spätestens unter Regressionshypnose. Und das heißt, oder ist meistens nicht direkt auf einen einzelnen Ort beschränkt, sondern ich sag mal eher eine Art Gebiet, wo es vermehrt auftritt. Also es gibt schon durchaus Gemeinsamkeiten, das werden wir auch bei der Alien-These sehen, aber insgesamt sprechen halt wenig Sachen dafür, dass eine Evanescutie unbedingt eine Alien-Entführung ist. Es kann in manchen Fällen eine Verwechslung sein. Man sagt, der eine ist verschwunden, der wird entführt. Man sagt zum anderen, der ist entführt, weil er ist aber nur verschwunden. Durchaus denkbar. Wichtig ist natürlich aber, wie ich schon am Anfang sagte, dass wir versuchen, themenübergreifend zu schauen und nicht wie bisher bei der klassischen Parapsychologie uns an sich nur der Phänomenologie zu widmen, sondern auch die Gebiete, wo es halt Wechselwirkung, Verwechslung gibt, hier in dem Fall mit der Xenologie reinzunehmen. Ich vermute, wenn man sich damit intensiv befasst, wird man Fälle finden, wo man sagt, Moment, das ist Evanescutie, gehört aber eher zur Alien-Entführung, weil es da, keine Ahnung, Sichtungen von Lichtern oder so gab, oder unter Regressionshypnose man sich an entsprechende Sachen erinnert hat. Und andere Sachen, wo man sagt, oh, okay, der hat zwar behauptet, von Aliens entführt zu sein, ist aber ein Ort gewesen, an dem ab und an mal Leute verschwinden und es gibt keine Beobachtungen, die irgendwas mit Aliens zu tun haben, also wird das wahrscheinlich Evanescutie sein. So wird wahrscheinlich die Wahrheit sein. Ja, die meisten Menschen, die verschwunden sind, bleiben auch verschwunden. Ich kann jetzt keine sicheren Zahlen angeben. Von den Berichten, die wir so haben, würde ich sagen, 30% ungefähr sind später wieder aufgetaucht. Es gibt aber keine offiziell belastbaren Zahlen, so mag es sein. Wir haben, wie gesagt, nicht so viele Berichte, es ist ein eher seltenes Phänomen. Aber wenn man eine größere Stichprobe hat, kann das sein, dass diese Zahlen vielleicht auch stark variieren. Es gibt jedoch auch Fälle, wo Menschen wieder zurückgekehrt sind. Klar, das ist die logische Schlussfolgerung. Und bei denen kann man sagen, dass sie in der Regel meist verwirrt sind, zerschlissene Kleidung tragen oder gänzlich nackt sind, ist auch schon öfters vorgekommen. Und dass sie die Zeit anders wahrgenommen haben. Also, sie haben so das Gefühl, sie wären nur ein paar Stunden verirrt gewesen oder so. In Wahrheit sind dann aber Wochen, Monate oder manchmal sogar auch Jahre vergangen. Also, eine Zeitdilatation hat dann auf einer Seite mindestens stattgefunden. Das bringt uns natürlich zu der Frage, wie kann das sein? Was hat es mit Evanescutie auf sich? Welche Theorien kann man hier zugrunde legen, damit man vielleicht versteht, was hier passiert? Und es ist erstmal schwer zu sagen, wann die erste Evanescutie je beobachtet wurde. Richtige Berichte, die wirklich da gut hin zurückgehen, reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück. Aber das Problem ist, es wird wahrscheinlich schon viel, viel eher Evanescutie gegeben haben. Wir haben hier ein terminologisches Problem, weil es gab mit Sicherheit schon viele ja, Vorfälle, in denen Sachen passiert sind, die man heute als Evanescutie einstufen würde, diese früher aber aufgrund von religiösen Glauben und so weiter eher als Wunder eingestuft und auch so niedergeschrieben wurden, sodass die inhaltlich vielleicht dasselbe beschreiben, aber dokumentativ nicht der Evanescutie oder früher Hyloklastie zugeordnet wurden. Deswegen wird es wahrscheinlich deutlich weiter zurückgehen, wahrscheinlich bis in die alten Zeiten. Wir werden ganz am Ende sehen, Stichwort Leylinie, dass es da durchaus auch, sag ich mal, eine kleine Verbindung zu den alten Kulturen gab. Die ersten Versuche, eine wissenschaftliche Erklärung zu finden, begannen erst im 19. Jahrhundert und wurden im 20. Jahrhundert dann intensiviert. Als man merkte, okay, wird es ein bisschen komisch, jetzt wird es immer mehr berichtet. Mehr berichtet in dem Sinne von, es gab erstens mehr Menschen, zweitens wurden Gegenden mehr erkundet und drittens ging man halt von religiösen Glauben weg, immer weiter hin zur Wissenschaft. Die erste Theorie ist das sogenannte verborgene Talent oder die verborgene Talentthese. Die wurde vom Dichter, Kritiker, Essayist und Mitbegründer der Society for Psychical Research, Frederick William Henry Myers, formuliert. Er lebte von 1843 bis 1901. Kleiner Exkurs, die Society for Psychical Research ist eine der ältesten und auch heute noch existierenden,
ja, Wissenschaftsorganisation, die sich im Bereich der Parapsychologie verschrieben hat, allerdings hauptsächlich vom psychologischen Pfad aus gegründet wurde, als festgestellt hat in der Psychologie, okay, gibt Dinge, die sind außerhalb der Psyche, aber irgendwie psychisch bedingt anscheinend. Das war dann sozusagen die Parapsychologie und da hat man verschiedene Institutionen gegründet und das ist eine der ältesten und größten. Wir haben in Deutschland nicht wirklich was Vergleichbares. Wir haben das Freiburger Institut für grenzwissenschaftliche Psychologie. Die sind relativ nahe dran, waren früher auch wirklich Parapsychologen, heute halt grenzwissenschaftliche Psychologen. Ja, ist ein Begriffsklauberei, muss man ganz ehrlich sagen, aber aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Ansichten in Deutschland gilt die Parapsychologie ja als nicht existent, in anderen Ländern schon, haben die sich natürlich ein bisschen abtrennen müssen und müssen sich auch ein bisschen bedeckt halten, was ihre Sachen angeht. Kann man auch irgendwo verstehen. Aber das nur, wie gesagt, kurzer Exkurs. So, weiter zum Thema. Unser Freund Frederick William Henry Myers vertrat die Ansicht, dass das Phänomen im Menschen selbst begründet sein muss, also eher einen psychologischen Aspekt hat. Demnach gäbe es Menschen, welche ein verborgenes Talent besäßen, wir würden sie heute wahrscheinlich Medium nennen, welches ihnen ermöglicht, die Raumzeit, er nannte es damals noch Energie-Materie-Gefüge, einfach weil die ganzen Thesen zur Raumzeit noch nicht wirklich existierten, weil die Raumzeit wurde erst 1905, also nach seinem Tod, wirklich entdeckt und beschrieben. Er hat es also, ja, auch, sagen wir, aus seinem Wissensstand mit den bestmöglichen Mitteln versucht zu unterschreiben und ein Energie-Materie-Gefüge würden wir heute einfach Raumzeit nennen. Auf jeden Fall, die Raumzeit wäre durch diese, ja, Medien zu zerreißen und sie hätten dann die Möglichkeit, in andere Dimensionen und Zeiten überzutreten. Demnach muss er, auch wenn er es nicht explizit beschrieben hat, er hat es nirgendwo niedergeschrieben, aber er muss von der Logik her davon ausgegangen sein, dass es zwei Arten von diesen medialen Menschen gibt. Das erste ist die bewusste Gruppe, also die, die man wirklich Medium nennen würde. Die Formulierung der These setzt voraus, dass es für Menschen mit diesem Talent möglich sein muss, durch bewusste Steuerung von der beschriebenen Fähigkeit, die Raumzeit zu manipulieren. Sogenanntes Psi. Psi ist ein Sammelbegriff, auch ein kleiner Exkurs hier, für alle übersinnlichen Fähigkeiten. Man diskutiert ja, eigentlich schon seit 1970 und ist noch nicht einig geworden, wie man Psi definieren soll. Manche sagen außersinnliche Wahrnehmung dazu, halte ich für falsch, weil Wahrnehmung heißt, ich nehme etwas wahr. Psi heißt, ich kann die Umwelt beeinflussen mittels meiner eigenen mentalen Kräfte. Ist also von der Definition deutlich anders. Wo sich aber immer noch gestritten wird, ist halt, ist sie bewusst oder unbewusst? Und wie wollen wir es in der Definition gerne haben? Soll sie einfach jegliche Beeinflussung sein oder nur die, die man bewusst durchführen kann? Die unbewusste wäre dann halt in dem Sinne eher Spuk und sie wäre die bewusste. Aber das will ich jetzt da nicht auseinanderpflügen. Das ist, wie gesagt, Wortklauberei. Wir merken uns, mentale Fähigkeiten, irgendwas in der physischen Welt zu manipulieren, werden Psi genannt, egal wie genau man das definieren wollte. Und bei den Bewussten müssen die in der Lage sein, das bewusst die Raumzeit zu manipulieren. Demnach müssten sie in der Lage sein, Zeit- oder Dimensionsreisen zu machen. Die Psi-These wurde jedoch erstmals 1942, die Multiversumsthese, die hat sich ja mit Dimensionen beschäftigt, erst 1957 formuliert, also auch deutlich nach dem Tod von Frederick William Henry Myers. Das heißt, er war seiner Zeit zumindest in diesem Aspekt gedanklich voraus. Es wurde jedoch nie beobachtet oder untersucht, ob die Gruppe der bewussten Evanescenti wirklich selbst einsetzen kann, also ob sie wirklich bewusst Dimensions-Zeit- oder Raumzeitgefüge beeinflussen, aufreißen und verändern können. Das heißt, die Gruppe, die wahrscheinlich wichtiger ist und die er ja wahrscheinlich eigentlich im Sinn hatte, wären eine unterbewusste Gruppe gewesen oder unbewusste. Denn Berichte deuten jedoch darauf hin, dass Evanescenti unbeabsichtigt auftritt und die Betroffenen nicht vorhaben zu verschwinden. Also sind halt, wie gesagt, meist Wanderer, Bergsteiger etc., die dann einfach weg sind. Es muss also nach seiner These eine Fähigkeit sein, die grundsätzlich im Unterbewusstsein verankert ist und durch gewisse äußere Stimuli aktiv wird. Also die Kombination von einem Ort mit jemandem, der diese, nehmen wir es mal, Veranlagung besitzt, in Kombination löst dann eine Evanescenti einen Raumzeitgefügeres auf.
Bewusste müssten folglich gelernt haben, diese Fähigkeit zu kontrollieren. Und das Fazit, was wir daraus ziehen, ist, nach der heutigen Ansicht ist diese These nicht haltbar. Denn erstens, es gibt keine Aufzeichnung darüber, dass jemals bewusst Evanescity hervorgerufen wurde. Und zweitens, Evanescity tritt nur an bestimmten Orten auf und ist somit ortsabhängig und nicht personabhängig. Es sei denn, man setzt voraus, dass jede Person, die Evanescity erlebt hat, wirklich ja dieses verborgene Talent, wie er es nannte, besitzt. Und ich weiß nicht, oder ich halte das für sehr schwer, man müsste das natürlich nachprüfen, aber von allen Thesen ist die hier die schwammigste in dem Sinne. Sie ist auch die älteste, muss man fairerweise sagen. Spannender wird schon bei der zweiten, bei der Zeitebenenvernetzung, schon das Wort alleine lässt einem bei Scrabble viele Punkte absahen. Die Herkunft dieser These ist nicht bekannt, wird aber oft im Zusammenhang mit dem Moberly-Jordan-Vorfall, der wird auch die Geister von Petit Trianon oder die Geister von Versailles genannt, von 1911 gebracht. Das kommt dann definitiv in der nächsten Vorlesung mit als Beispiel, weil wir das auch in den Akten haben. Und demnach handelt es sich bei Evanescity um Orte, die unter noch ungeklärten Voraussetzungen als Zeittunnel fungieren. Das bedeutet, Menschen verschwinden nicht aus dem Raum, sondern treten nun in eine andere Zeit. Die These ist grundsätzlich jetzt erstmal plausibel, kann man sagen, weil verschwindet eine Person plötzlich an einen Ort, so müsste diese zeitgleich einen anderen wieder auftauchen. Ansonsten wäre Materie verloren gegangen. Das widerspricht allen physikalischen Gesetzen, Energieerhaltungssatz, Masseerhaltungssatz und so weiter. Das konnte aber bisher nicht berichtet werden. Es war also nicht so, dass man sagte, zack, der eine ist verschwunden und im selben Moment ist er woanders auftaucht, wie sie mit von dem Teleport. Das wäre eine räumliche Verschiebung. Es ist also anzunehmen, dass die Person entweder einen zeitlichen Sprung gemacht hat, das heißt aus unserer Zeitlinie in eine andere Zeitlinie verschwunden ist, oder eine nicht für uns wahrnehmbare andere räumliche Ebene, eine sogenannte Dimension, also übergetreten ist. Es muss halt irgendwas sein, womit er außerhalb unseres wahrnehmbaren Universums getreten ist. Oder sie. Das würde auch die berichtete Zeitdilatation begründen, denn natürlich, wenn ich mich durch die Zeit bewege oder mich in einen Raum bewege, in dem die Zeit sich anders verhält, anders vergeht, sei es schneller oder langsamer, dann ist es natürlich, wenn ich zurückkomme, so, dass für mich mehr oder weniger Zeit vergangen ist als für alle anderen. Das ist nebenbei auch wieder der Hinweis zur vorigen oder den zwei vorigen Vorlesungen zu den Treppen im Wald. Da haben wir ja auch dieses Zeitdilatationsphänomen durchaus möglich, dass halt derselbe Grund dahinter steckt. Die dritte These ist die Holoklastie. Die wurde vom Physiker, Astronom und Spiritisten Johann Carl Friedrich Zöllner, der lebte von 1834 bis 1882, formuliert. Und er vertrat die Ansicht, dass Materie durchdrungen werden kann. Heute kennen wir das auch. Wir nennen das heutzutage Quantensprünge, dass ein Quant ein anderes Quant, ohne dass es miteinander verbunden ist, dieses beeinflussen kann. Damals kannte man aber Quantenphysik einfach noch nicht. Und die Schlussfolgerung ist, dass Evanescity ein Resultat halt davon ist. Das heißt, wir haben jetzt hier links dargestellt unten, ich sage mal, in diesem grünen, nennen wir es mal Konstrukt, sehen wir in dem Sinne ja die verschiedenen Raumebenen und die Materie A, die verschwindende Menschen darstellen soll, durchdringen hier die Materie B unserer Raumzeit und landen so in der materiellen Ebene C einer anderen Raumzeit. Also sprich, das ist schon sehr nah an der Dimensionsthese ran, dass hier Raumzeiten durchschritten werden, ohne dass der Raum selbst durchschritten wird. Wenn wir uns jetzt wirklich das anschauen, das Gebilde ist wie eine Unendlichkeitskurve. A gelangt halt zu C, während er normalerweise den Weg über B gehen müsste, also eine Kurve laufen müsste. Und durch diesen Sprung kann er halt sozusagen eine andere Zeit oder einen anderen Raum erleben. Ist sehr schwer zu verstehen, ist halt auf Materie beschränkt, die durchdrungen werden kann. Das ist, ohne andere Dimensionen mit ins Spiel zu bringen, sehr, sehr schwer zu halten. Wie schon gesagt, die These ist nicht haltbar, denn Materie ist ein Begriff der wahrnehmbaren Welt und bezeichnet Energie in einer inaktiven Form. Also habe ich in einer der Vorlesungen auch schon mal erläutert, die klassische Physik unterscheidet zwischen Materie und Welle, wobei Materie starr ist, eine Welle was Bewegliches,
Aber verschiedene Experimente haben ja gezeigt, dass beides dasselbe ist. Wenn man nur genug Energie aufwendet, dann wird jede Materie zu einer Welle. Und wenn ein Raum, ich sag mal, energiearm genug ist, kann jede Welle wieder zu einer Materie werden. So, Materie ist halt die inaktive Form, die Energie ist gebunden in Gitternetzen, in Atommolekülen und so weiter. Und dies zu überschreiten würde bedeuten, die Materie entweder A in zwei Teile aufzuteilen oder B in einer aktiven Form Welle zu überführen. Gehen wir davon aus, dass die Materie geteilt wird, dann wären wir bei A und eine simple Teilung von Materie, wie das Sagen von Holzklotz, ist nichts anderes als Teilung von Materie, würde kein Übertritt in eine andere Raumzeit bewirken. Das ist, denke ich, ziemlich klar. Wenn wir irgendwas zerstören, ein Stück Papier zerreißen, dann teilen wir Materie und befinden uns aber nicht auf einmal in einer anderen Raumzeit. Das heißt, wir können uns B widmen und die Umformung in eine Welle würde einem Teleport entsprechen und hätte zur Folge, dass die verschwundene Person mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in unsere Dimension wieder auftauchen würde. Und das entspricht halt schlicht und einfach gesagt einfach nicht den Berichten. Es ist halt nicht so, dass sie sich unglaublich schnell durch die Materie bewegt, also ich sag mal durch den Globus hindurch, auf die andere Seite des Planeten zum Beispiel, und dadurch Zeit gespart hatte, sich der Lichtgeschwindigkeit genähert hat und für sie kaum Zeit vergangen ist, für alle anderen aber mehr, weil wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, dann vergeht die Zeit immer langsamer für den in diesem bewegten System, also der sich selbst bewegt, aus Sicht von den Ruhenden. Und das ist einfach nicht das, was die Berichte beschreiben. Ja, dann kommen wir vorhin schon zur angeteaserten Alien-These, die nicht ganz unspannend ist. Es ist allerdings nicht bekannt, wer die Alien-These zuerst formuliert hat. Doch einer ihrer renommiertesten Befürworter heutzutage ist der schweizerische Schriftsteller, Fernsehmoderator, Ufologe und Präastronautiker Giorgio Tsoukalos. Der ist am 14. März 1978 in Luzern geboren. Hier seht ihr sein Bild. Und nach der Alien-These handelt es sich bei Evanescu T. um Alien-Entführungen, die entweder falsch gedeutet oder bei denen bei den Opfern eine starke, gegebenenfalls bewusst von den Entführern herbeigeführte Amnesie hervorgerufen wurde und sich diese daher nicht erinnern können. Entführte werden folglich nicht immer zurückgebracht. Unter diesen Voraussetzungen wäre die Entführungsthese von Aliens dasselbe wie Evanescu T. Es ist denkbar, dass Personen, die von Evanescu T. berichten, tatsächlich von UFOs entführt, ihr Gedächtnis gelöscht und dann wieder an den Ort der Entführung zurückgebracht wurden, sodass diese die Entführung nicht ganz bemerken, sondern nur eine Lücke in der Erinnerung aufweisen. Für die Opfer fühlt es sich dann so an, als wäre die Zeit schneller vergangen, da in ihrer Erinnerung die Zeit während der Entführung fehlt, ihre Umwelt jedoch diese Zeit erlebt hat und zum Beispiel Uhren ganz normal weitergelaufen sind. Also stellt euch vor, ihr seid mit einer anderen Person im Raum und die Person verlässt den Raum durch eine Tür. In dem Moment werdet ihr, ich sage mal in Anführungszeichen, von Aliens entführt, euer Gedächtnis zu löscht und ihr werdet zurückgesetzt. Für euch ist es also so, als hättet ihr den Platz nie verlassen. Und derjenige, der vielleicht gerade auf Toilette war, sagen wir 10 Minuten, kommt wieder zurück. Und für euch ist gefühlt 1, 2, 3 Sekunden vergangen, für ihn waren es aber 10 Minuten. Tatsächlich sind natürlich 10 Minuten vergangen, aber aus eurer Perspektive könntet ihr das nicht nachvollziehen. Interessanterweise hat das Akte X wirklich ziemlich gut dargestellt, in der Staffel 1, Folge 1 gezeichnet, bei Minute 23,55. Ich zeige euch mal den Ausschnitt. Natürlich ist Akte X jetzt keine historische Dokumentation, keine Frage. Das ist sehr Fantasy inspiriert und ja, das ist auch vollkommen okay. Sie will ja gar keine Dokumentation sein. Aber sie haben sich wirklich schon sehr, sehr genau an Berichte gehalten, merkt man immer wieder. Und das ist die beste, ich sag mal, filmisch umgesetzte Darstellung, wie Evanescu T. oder eine Entführung von Außerirdischen ja tatsächlich wahrgenommen werden würde von den Betroffenen. Ich zeige euch mal kurz den Filmausschnitt. Alles klar, Mulder? Ja, ich hab nur. Suchen Sie etwas?
ist passiert? Er springt nicht mehr an. Der Motor ist einfach ausgegangen. Wir haben 9 Minuten verloren. Ja, wie gesagt, so ungefähr kann man sich das tatsächlich vorstellen, wenn Evanescuti oder halt, wie gesagt, eine Alien-Entführung passiert. Nur die meisten werden wahrscheinlich in dem Moment nicht auf die Uhr gucken. Kommen wir zum Fazit der Alien-These. Die ist plausibel, das hat man, glaube ich, an der Argumentation schon gemerkt. Begründung: erstens, die grundsätzlichen Merkmale von Evanescuti und Alien-Entführung sind identisch. Personen verschwinden einfach, wenn diese wieder auftauchen, oft mit Zeitdilatation, und Opfer sind in der Regel verwirrt und desorientiert. Und zweitens, Evanescuti fand auch unter Beobachtung von Zeugen statt. Diese berichteten aber nicht von UFOs, Lichtern und so weiter, was halt dann gegen die Alien-These spricht, aber sie plausibel macht, weil das natürlich nicht bei allen Fällen der Fall war. Es gab auch genug einzelne Leute, die einfach verschwunden sind. Damit kommen wir zum längsten Thema. Wie gesagt, ich mache es wirklich ausführlich. Die Dimensionsrotationshypothese, kurzer Einblick, habe ich hier trotzdem noch dahinter geschrieben, weil die grundlegende These ist ja die Dimensionsthese. Die beschreibe ich hier wirklich nur in den Grundzügen, später beim Spuk dann halt deutlich mehr. Aber die Dimensionsrotationshypothese möchte ich euch tatsächlich vorstellen, komplett, und sozusagen euch nur die Basics liefern für die Dimension, damit wir halt damit weiterarbeiten können. Ich kürze ja mit DRH, das ist nämlich ein schönes langes Wort. Und die Dimensionsrotationshypothese ist eine von mir selbst entwickelte These, welche auf den Erkenntnissen der Quantenphysik und der damit zusammenhängenden String, Brain und Multidimensionsthesen basiert. Wie ich schon sagte, teils zu der Herleitung, also zur Dimensionsthese im Allgemeinen, in späteren Videos zum Thema Spuktheorien, weil von da aus habe ich sie damals halt abgeleitet und später um die Dimensionsrotationshypothese erweitert. Fangen wir an. Nach quantenmechanischer Ansicht gibt es neben den 4 erlebbaren Dimensionen Zeit, Länge, Breite und Tiefe, die letzten 3 bilden den Raum, mit der Zeit bilden sie die Raumzeit, mindestens 6 weitere wahrscheinlich räumliche Dimensionen. Das ist, wie gesagt, das kleinste Modell. Es gibt auch Modelle, die gehen gefühlt ins Unendliche. Aber dazu später dann viel mehr, wenn wir uns wirklich mit den Dimensionsthesen auseinandersetzen. Nehmen wir das Einfachste halt an. So, diese bilden ebenfalls Raumzeiten wie die unsere, gegebenenfalls mit anderen Naturgesetzen, das wissen wir nicht. Und die werden Brains genannt. Und je nach Anzahl der Dimensionen gibt es noch verschiedene Bezeichnungen, also P-Brains sind planar, mit 2 Dimensionen sind also in dem Sinne Flächen, Strings in der Stringtheorie sind Linien, eindimensionale Gebilde, und Deep Brains mit 3 Dimensionen sind halt, ja, dann auch in dem Sinne Raumzeiten, wobei man sagen muss, hier die Zahl 2 und 3, die bezeichnen immer nur die räumlichen Ebenen. Man setzt voraus, dass jede dieser automatisch mit unserer oder einer anderen Zeit gekoppelt ist. Daher müsste man sagen, dass halt auch eine P-Brain 3 Dimensionen hat, aber es ist halt 2 plus 1 in dem Sinne. Geschlossene Strings sind hier dargestellt, das sind die grundlegendsten Bausteine, welche je nach Frequenz ihrer Vibration alle Elementarteilchen und Naturgesetze definieren. Also je nachdem, wie so ein String, so ein kleinstes Energieteilchen vibriert, gibt es verschiedene Eigenschaften, die es dann weitergibt. Also ich sage mal, wenn Sie Frequenz 1 haben, dann definieren Sie die Eigenschaften von den Elektronen. Haben Sie die Frequenz 2, dann definieren Sie die Eigenschaften von den Gluonen. Das Gebiet, was sich damit beschäftigt, ist auch die Emergenz. Emergenz bedeutet halt immer, dass etwas mehr ist als die Summe seiner Teile. Das heißt, wenn sich diese Strings zusammenschließen, bilden sie höhere Elementarteilchen. Wenn die sich zusammenschließen, bilden diese noch höhere Elementarteilchen. Und die Eigenschaften ändern sich dadurch immer. Das merkt man am besten, weil in der Quantenmechanik und Quantenphysik andere Gesetzmäßigkeiten als in der klassischen makroskopischen Physik oder gar in der Astrophysik, wo wieder andere Gesetze gelten, zugrunde liegen. Also nicht alle Gesetze, aber es gibt halt dann Ausnahmen. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Physik, das ist auch in der Biologie zum Beispiel so. Und gut, man könnte sagen, die basiert auf Physik, aber zum Beispiel ist es ja so, dass einzelne Zellen, die bilden dann halt Organellen, die Organellen bilden Organe, Organe bilden dann ein Individuum und Körper, und dann geht es langsam um soziale, verschiedene Lebewesen, also die sind ja nur Körper,
die bilden dann Gemeinschaften, Herden oder wie wir bilden dann Städte, Städte bilden Länder, Länder bilden Kulturen, alles mit anderen Eigenschaften. Also ihr werdet, denke ich, sicher zustimmen, dass ein Land mehr ist als eine Ansammlung von Menschen. Weil wie sollte man sonst die ganzen Gebäude, Gesetze und die ganzen immateriellen Güter dazwischen beschreiben? Das ist Emergenz. Dass sich Teile, kleine Teile in dem Sinne, zusammenschließen und daraus irgendwas Größeres mit anderen, in der Regel weitergeführten Eigenschaften bilden. Und das, die kleinste Ebene, wo das alles anfängt, das sind die Strings, und zwar die geschlossenen Strings mit ihren Vibrationen. Experimentell sind jedoch auch offene Strings bewiesen worden, denn Quantenteilchen können andere Quantenteilchen beeinflussen. Das hatten wir vorhin schon, die sogenannten Quantensprünge. Ohne dass innerhalb derselben Brain eine Verbindung oder eine Wechselwirkung nachgewiesen werden konnte. Makroskopisch würde das bedeuten, ich habe hier auf meinem Tisch eine Tasse, die Tür, die aus dem Raum führt, ist zu und da steht eine andere Tasse. Und wenn ich meine Tasse jetzt hebe, die ja ganz offensichtlich keine Verbindung haben kann, denn es ist ja eine Trennung dazwischen, dann bewegt sich die andere Tasse auch. Das heißt, sie ist irgendwie miteinander verbunden. Aber halt nicht in unserer Dimension, nicht in unserer Raumzeit, weil sonst könnte ich die Verbindung nachweisen, aber man findet sie halt in der Wahrheit jetzt ganz einfach nicht. Das passiert in der Regel nicht im makroskopischen Bereich, sondern nur im mikroskopischen. Zumindest ist es bisher mikroskopisch nur beobachtet worden. Also, Moment, ich muss das mal einschränken. Ist das bisher nur unter wissenschaftlichen Bedingungen im Labor beobachtet worden im mikroskopischen Bereich? Makroskopisch halte ich Spukphänomene sehr wahrscheinlich für einfach nur eine makroskopische Variante davon. Aber wie gesagt, zum Thema Spuk machen wir das dann ausführlicher. Ich wollte nur gerne das mal richtig stellen, damit da keine Unklarheiten kommen. Das heißt also, es muss eine Verbindung geben, dass sonst eine Beeinflussung nicht möglich wäre. Und bei dieser Verbindung muss es sich um offene Strings handeln, also Strings, die nicht mit sich selbst verbunden sind, sondern die halt wie ein Seil sind. Sie hängen mit dem einen Ende an irgendwas und mit dem anderen Ende an irgendwas anderen. Vielleicht sind sie auch geteilt, dass sie mehrere Sachen zusammenhängen, denkbar. Und diese müssen zwischen den Brains, also verschiedenen Raumzeiten, miteinander verbunden sein und so dimensionale Wechselwirkungen ermöglichen. Das ist sehr, sehr obskur und für die Rotationsthese benötigen wir allerdings so ein bisschen Wissen. Deswegen möchte ich das hier schon mal an einem Beispiel darstellen. Wie gesagt, später mache ich das an verschiedensten Modellen deutlicher. Aber ich denke, mit denen komme ich ja ganz gut klar. Wir haben jetzt hier in Rot, das ist eine fremde Brain, eine fremde Raumzeit. Diese ist für uns nicht wahrnehmbar und hat unbekannte Elementarteilchen und Naturgesetze, die wir nicht kennen. Wir können schätzen, ob sie ähnlich sind, wir wissen es aber nicht. Das müssen wir einfach festhalten, wir wissen darüber einfach nichts. Dann haben wir hier in Orange unsere Brain oder unsere Raumzeit, die für uns natürlich wahrnehmbar ist, mit den uns bekannten Elementarteilchen und Naturgesetzen, von denen wir, ja, ich denke mal, ein gutes Stück verstehen, auch wenn auch nicht alle. Die Elementarteilchen in beiden Brains und ihre Eigenschaften werden durch geschlossene Strings und deren Vibrationsfrequenz definiert und können nur mit benachbarten Teilchen wechselwirken. Das erscheint ziemlich logisch, wenn wir uns in einer materiellen Welt bewegen, dass Materie nur beeinflusst werden kann von angrenzender Materie. Also ihr kennt vielleicht all das schöne Kugelexperiment, wo mehrere Kugeln an einem Pendel hängen und wenn wir die äußere Kugel auf die anderen zuschnellen lassen, dann gibt diese die Energie zu den letzten weiter, die dann ausschwingt und das geht dann immer wieder hin und her, bis die Energie verbraucht ist. Und es ist halt nicht so, dass man jetzt eine riesige Lücke dazwischen lassen kann, dann würde einfach nur das eine pendeln, ohne das andere zu bewegen. Das heißt, Materie kann nur Materie, die angrenzend ist, beeinflussen. Manche Elementarteilchen können jedoch andere beeinflussen, ohne die zwischen sich zu beeinflussen und ohne, dass eine wahrnehmbare Verbindung zwischen diesen herrscht. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel mit der Tasse in den getrennten zwei Räumen, wenn man sich das makroskopisch vorstellt. Problem ist, das ist mit den Gesetzen der klassischen Physik einfach nicht vereinbar. Das geht einfach nicht. Es muss also eine Verbindung zwischen Teilchen A geben, welches Teilchen B beeinflusst hat. Und das sind die offenen Strings. Das haben ja die Quantenphysiker halt experimentell herausgefunden, dass sie sich beeinflussen. So einen offenen String gesehen habe ich noch nie, er ist viel zu klein dafür. Aber sie haben gesagt, okay, hier müssen wir die klassische Physik verlassen und eigene Gesetzmäßigkeiten aufstellen,
die den Anforderungen der Quantenphysik genügt, um diese Sachen zu beschreiben. Und siehe da, auf einmal hat man, ich sage mal, einen neuen Bereich der Physik geschaffen mit seinen eigenen Gesetzen. Und die Dinge, die darin passieren, sind auf einmal plausibel, logisch und funktionieren immer wieder miteinander. Genau dasselbe müssen wir auch für die Parapsychologie machen, solange wir halt keine einheitliche physikalische These über alles haben. Aber zurück zum Thema. Diese offenen Strings verbinden Teilchen scheinbar unwahrnehmbar, indem sie aus unserer Brain, also unserer Raumzeit, in ein oder mehrere fremde Brains herausragen und von dieser wieder in die unsere eintreten. Seht ihr hier im Bild dargestellt, der String hier in grün verlässt unsere, geht in die andere über, überwindet dort einen gewissen Raum in dem Sinne und tritt wieder in uns rüber. Ob der Raum jetzt dieselbe Entfernung wäre, wie das innerhalb von uns ist, schwer zu sagen. Weil wir wissen halt nicht, wie die andere Raumzeit aussieht. Verschiebt sich aber jetzt Teilchen A, das über diesen offenen String unwahrnehmbar mit dem Teilchen B verbunden ist, so verschiebt es auch automatisch Teilchen B. Das bringt uns zur offiziellen Dimensionsthese. Der genaue Aufbau und wie sich Dimensionen untereinander verhalten, ist noch total unbekannt. Das aktuellste Modell stellt sich Dimensionen als starre Raumzeiten vor, welche parallel zueinander existieren und ähnlich wie in einem Kabelkanal um ein Zentrum gelagert sind. Ich habe das mal versucht hier darzustellen. Stellt sich natürlich jeder die Frage, ja Moment, wenn das nun irgendwelche Raumzeiten sind, also andere Räume, ich kann doch hier auch Länge, Breite, Höhe sehen, ich habe doch dreidimensionales Sehen, warum kann ich denn diese anderen Räume nicht sehen, wenn die doch auch irgendwo sind, wo sind die denn? Das ist nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass unsere Naturgesetze mit jenen anderen Dimensionen nicht vereinbar sind und somit eine Wahrnehmung aus dieser hinaus nicht möglich ist. Also wenn wir uns jetzt auf der, ich sag mal, gelben Dimensionsraumzeit, in Anführungszeichen Röhre hier befinden, die Orange, die liegt halt nicht direkt neben uns. Das ist halt nicht so wie ein benachbares Planetensystem, sondern es ist halt so, als gäbe es jetzt noch eine vierte, fünfte oder sechste räumliche Dimension, die, ja, das kann man schwer erklären, die parallel zu dem Räumen verläuft, in dem wir uns bewegen. Wir können sie einfach nicht wahrnehmen. Wie gesagt, an späteren Modellen zeigt das besser. Man kann das gut erklären, wenn man von den zweidimensionellen auf den dreidimensionalen stießt. Wenn man also sagt, man stellt sich vor, jede Dimension ist ein Stück Papier in den Stapel und wir befinden uns auf einem dieser Blattpapiere. Wir können über und unter uns, was da ist, nicht sehen, selbst nicht die angrenzenden. Wir könnten nur die zweidimensionalen Sachen sehen. Wenn nun aber jemand von oben mit Messern den Stapel sticht, dann würde dieser Messerstich, obwohl der gar nicht sozusagen auf unsere dimensionale Ebene erfolgte, aber bis zu uns durchdringen. Sei es, weil das Messer bis durchdringt oder die Druckwelle, ja, und das Papier so weit nach unten drückt, dass es auch unsere beeinflussen, wenn es nur ein kleiner Knick ist, je nachdem, wo man sich befindet. Aber wie gesagt, das später genauer. Ich möchte nur erstmal zur Dimensionsrotationshypothese hinleiten und euch den Weg zeigen, zumindest so weit, dass man sagt, alles klar, wir wissen ungefähr, was so räumliche Dimensionen sind. Und da sind wir jetzt nämlich angelangt, weil ich habe eine andere Vorstellung von den Dimensionen, nicht so wie ich sie gerade beschrieben habe. Ich habe euch gerade gezeigt, das ist die offizielle Ansicht. Ich sehe das aber, oder ich vermute, dass es ein bisschen anders ist, weil meines Erachtens die Beweislage eine andere ist, die andere Rückschlüsse ermöglicht. Denn erstens, andere Dimensionen sind meines Ermessens nicht wahrnehmbar, da eine energetische Barriere, die habe ich Dimensionsbarriereenergie, kurz EDB genannt, Übertritte und Verschmelzungen verhindert. Das wäre für mich nämlich der Grund, warum wir die Räume gar nicht sehen können, weil da eine Energie dazwischen ist, die uns ja daran hindert. Das heißt, Materie kann definitiv nicht übertreten und Energie kann nur dann übertreten, wenn entsprechende Voraussetzungen vorhanden sind. Das heißt, wenn man genügend Energie aufwendet oder wenn diese Dimensionsbarriereenergie oder die Dimensionsbarriere allgemein geschwächt wird. Also weniger Energie notwendig ist, die man bereitstellen kann. Zweitens, Problem ist, ich weigere mich zu glauben, dass Dimensionen starre Bündel sind, die parallel irgendwie verlaufen. Warum? Im ganzen Universum gibt es kein starres System. Und deswegen glaube ich, dass Dimensionen auch keine starren Gebilde sind, die einfach unbeweglich parallel zu unseren Räumen sind,
sondern dass sie um irgendeinen zentralen Punkt rotieren, wie das alles im Universum macht. Warum sollte es denn da anders sein? Elektronen rotieren um Atomkerne, Planeten rotieren um ihre eigene Achse und um Sterne und Sonnensysteme rotieren um Galaxiezentren. Also alles ist immer im Universum im Endeffekt kugelförmig, weil es die ideale Form ist, und rotiert um irgendein Zentrum, meistens ein gravitatives. Auch bei schwarzen Löchern, die sehen vielleicht statisch aus, aber tatsächlich bewegt sich das Licht unglaublich schnell um dieses herum, bis es vielleicht dann doch mal eingesogen wird. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Dimension faktisch ein starres Gebilde ist. Ich glaube, Dimensionen bewegen sich. Und wahrscheinlich wird die Bewegung eine Rotation sein. Das bringt das Uhrenmodell hervor, auf dem, ja, ich sag mal, das basiert, anhand dessen ich das erklären möchte. Denn ausgehend von diesen zwei Annahmen habe ich dieses Modell entwickelt, um die DAH zu beschreiben. Ich mache das hier mit Bildern, erkläre das natürlich aber auch. Erst einmal dimensionenbildeigene Raumzeiten. Das sind hier die farblich dargestellten Kreisausschnitte. Und diese rotieren mal einen Fixpunkt. Der ist hier der schwarze dicke Punkt in der Mitte. Und diese Raumzeiten möchte ich gerne als Großdimension bezeichnen, weil Raumzeit sehr unhandlich ist. Außerdem ein Raum definiert ist mit drei, ja, Raumgrößen in dem Sinne, und ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind, kann sein, dass es mehr oder weniger gibt bei jeweils den verschiedenen. Lasst es uns Großdimensionen nennen, mit eigenen Raumzeiten. So, wie gesagt, gibt es eine Begrenzung, die Dimensionsbarriere, die ist hier mit 1 dargezeichnet, das heißt irgendwas, was am Rand, in Anführungszeichen, dieser Großdimension sich befindet und diese abgrenzt und Übertritte ja verhindert. Zudem müsste die Dimensionskluft, so ist der Bereich von mir benannt, der sich zwischen den Dimensionen befindet, zwischen den Großdimensionen überwunden werden, damit Energie oder gar Materie übertreten kann. Das ist im Normalfall nicht möglich. Warum? Weil sonst hätten wir ja ständig Übertritte, die wir permanent sehen würden. So, wir haben hier also zwei begrenzende Faktoren, warum nicht dauernd irgendwie Dimensionen aufeinander direkt einwirken. Einmal, weil es eine energetische Barriere gibt, und zweitens, weil es die meiste Zeit irgendwelche, ja, Kluften gibt, wahrscheinlich Räume, die eine Trennung hervorrufen und die überwunden werden müssen. Und jeder weiß, wenn man einen Raum, der vielleicht gar keinen Inhalt in dem Sinne, also eine Art Leere, überwinden möchte, dass das gar nicht so einfach ist, weil lasst man einen Blitz zum Beispiel zwischen einem schlecht leitenden Medium wie Luft oder einem gar kein leitenden Medium überspringen, das ist nicht so wirklich möglich. Es ist wie bei Planeten im Sonnensystem zu erwarten, dass eine Großdimension, je weiter sie vom Fixpunkt entfernt ist, langsamer um diesen rotiert. Haben wir ja, wie gesagt, auch ein Sonnensystem. Umso näher man der Sonne ist, desto schneller rotiert man. Und das führt natürlich automatisch dazu, dass diese verschieden schnell rotieren und die Dimensionsklüfte zwischen diesen ständig ihre Abstände verändern. Eine Dimension, die schnell rotiert, also die sehr nah am Fixpunkt ist, wird in ihrem Zyklus sehr oft die langsameren überschreiten und sich sehr oft mit denen überschneiden. Aber die Überschneidung wird nur sehr, sehr kurz anhalten. Haben wir aber, sag ich mal, zwei äußere, die sehr, sehr langsam rotieren, sagen wir, der eine rotiert vielleicht 10% schneller als der andere, dann wird er natürlich mehr als 90% der Zeit nicht überschritten werden, oder je nachdem, wie die Abstände sind, zumindest eine große Zeit lang nicht überschritten werden. Und dann wird es eine Zeit geben, wo es eine lange Überschreitung gibt, die halt vergleichsweise lange anhält und intensiver ist. Dabei werden einige Dimensionslüfte natürlich größer. Klar, wenn die sich voneinander wegbewegen, die Dimension, dann wird die Kluft größer. Und die Energie EDB, die notwendig ist, um die Dimensionsbarriere zu überschreiten, nimmt zu, weil auch die Kluft überwunden werden muss. Zudem ist die Barriere ja dann stabil, weil keine äußere Kraft auf sie einwirkt. Natürlich passiert aber auch das Gegenteil. Wenn sich zwei Dimensionen annähern, zwei Großdimensionen, dann wird die Dimensionskluft immer kleiner werden, bis sich die Dimension
in Anführungszeichen auf derselben Achse überlagern. Und damit wird die benötigte Energie EDB für interdimensionale Energieübertritte stark abnehmen, weil Spannungssystem herrscht. Weil, was passiert, wenn sich diese Großdimensionen dann überlagern in ihrer Ausrichtung? Also sie können ja nicht denselben Raum einnehmen, weil sie verschiedene Räume darstellen. Aber wenn diese sich nähern, so ich sag mal, stellt es euch vor wie zwei Magneten, die mit demselben Polen zueinander gedreht sind. Und solange die weit voneinander weg sind, passiert da keine Wechselwirkung. Aber umso näher ihr die beiden bringt, umso mehr Energie ist zwischen den beiden, weil die elektromagnetischen Felder wie eine Art unsichtbare Barriere gegeneinander drücken. Und genauso wird das hier mit diesen räumlichen Barrieren sein. Das kann man sich auch bei Gravitation bei Sternen oder schwarzen Löchern gut vorstellen. Das führt natürlich zu Spannungen im System und diese Dimensionsbarrieren drücken gegeneinander, seht ihr hier in Gelb und Orange dargestellt, und es kann halt dann zu Verschiebungen kommen. Es wird kein glatter Schnitt sein, sondern es wird halt ein Gerangel darum geben, wer gerade diesen Raum beanspruchen darf. Und damit nimmt die Spannung und die Energie im System zu. Wenn die Energie stark zunimmt, dann werden diese Dimensionsbarrieren teilweise brüchig, zumindest anfällig. Sie gehen vielleicht nicht kaputt, aber sie werden halt sehr anfällig. Das ist ganz klar. Wenn man Energie zu einem System zuführt und immer mehr, dann schwächt man dieses System in dem Sinne, weil es halt die Energie nicht komplett aufnehmen kann. Und das bedeutet, es bilden sich vermehrt offene Strings zwischen diesen. Warum? Naja, stellt euch vor, wir haben offene Strings in einem Raum, die relativ lose rumwabern zwischen den Dimensionen. Und nun pressen die dimensionalen Kräfte gegeneinander. Das führt natürlich dazu, dass auch die Strings, die sich ja überall befinden und überall Elementarteilchen bilden, aneinander drücken und durch die hohe Energie, die zwischen den beiden Grenzen herrscht, die gegeneinander drücken, reißen die Strings auf, werden zu offenen Strings und verbinden sich miteinander. Das bezeichnet man dann als Inkursion oder würde ich sehr gerne als Inkursion bezeichnen. Das bedeutet, die EDB, also die Barriereenergie, nimmt ab und Energieübertritte erfordern nur noch wenig Energie und werden damit wahrscheinlich. Bilden sich dann genügend offene Strings, also genügend energetische Verbindungen, mehr ist ein String ja nicht, zwischen den zwei Großdimensionen, ist es so, als würde ein Netz oder Tunnel zwischen diesen gespannt werden. Und wenn dieses oder dieser dicht genug ist, dann kommt es zu einer temporären Verschmelzung. Dann wird sozusagen die Barrieren in dem Punkt aufgerissen, wie wenn man ein Loch in eine Membran sticht in dem Sinne. Für den Menschen, welcher auf einen solchen Dimensionstunnel trifft, würde dieser gar nicht zu erkennen sein. Denn das Licht der anderen Großdimension würde auf die unsere treffen und sich fließend vermischen. Man könnte den Unterschied gar nicht sehen. Maximal vielleicht wie Nebel oder ein Strahlen sozusagen, etwas Erhelltes. Wird ja auch öfters mal berichtet. Das kann gut möglich sein. Ich habe das versucht mal mit Bildern darzustellen. Sagen wir, dass da oben ist die Großdimension A, ganz allein, wie sie immer ist. Und das ist B. Das sind beides Waldstücke. Nun stellen wir uns vor, weil es halt auch passend zur Evanescity passt, der Wanderer oder die Wanderer gehen da lang. Die kennen vielleicht meinetwegen beide Wanderwege. Gut, kann nicht sein, weil den aus B kennen sie nicht. Sie werden wahrscheinlich höchstens einen kennen, der ähnlich aussieht. Nun kommen sie aber, sozusagen, sie laufen Wanderweg in Großdimension A lang. Und es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, hoppla, da ist ein Schnitt. Auf einmal sehen sie die obere Hälfte von Großdimension B und wundern sich, holla, was ist denn das? Das sieht ja komisch aus. Sondern die Lichtstrahlen, das, was wir optisch wahrnehmen, vermischen sich in dem Moment und es wird so eine Art Übergangszone gebildet. Das ist hier in dem dritten Bild dann dargestellt. Und für einen Wanderer sieht es dann halt so aus, als würde alles ganz normal sein. Man sieht hier aber, ich habe beide Bilder ineinander verschmelzen lassen. Und so wäre das halt auch für eine Person, die da lang geht. Sie würde gar nicht erkennen, dass sie auf einmal ja eine andere Dimension wäre, wenn da wirklich so ein energetischer Tunnel offen wäre. Überschreitet nun Mensch diese Grenze, die für ihn unsichtbar ist in dem Moment, während einer Inkursion, so tritt er in die andere Großdimension über.
Mit Voranschreiten der Zeit rotieren die Großdimensionen aber natürlich weiter. Sie bleiben ja nicht einfach stehen und driften wieder auseinander. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet, die offenen Strings reißen. Die Barrieren sind wieder stabil, die EDB wird wieder höher und der Tunnel bzw. das Netz, je nachdem welche Betrachtung man haben möchte, schließt sich und der Mensch ist nur aus Sicht eines anderen, der vielleicht noch vor dieser gelben Grenze war, aus unserer Großdimension verschwunden, weil der andere diese Grenze überschritten hat. Und schon haben wir im Prinzip Evanescence, dass jemand direkt verschwindet. Oft wird berichtet, dass Menschen, die Evanescence erleben, sich unwohl fühlen, ihnen übel und schwindelig ist und ihre Erinnerung verschwommen wirkt. Das kann mit der Dimensionsrotationshypothese durchaus erklärt werden, da ein Übertritt in eine andere Großdimension mit dem Durchschreiten eines starken elektromagnetischen Feldes vergleichbar wäre, welches nachweislich gleiche Folgen hat. Auch ist die Zeitdilatation damit erklärbar, da in anderen Großdimensionen sich die Zeit anders verhalten wird. Das muss sie, das geht gar nicht anders. Schon alleine dadurch, dass wir eine verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten haben, bedeutet das, dass das Raum-Zeit-Gefüge sich anders bewegt. Und Zeit, denn ja, ist schwer zu erklären, aber Zeit wird determiniert von einer Geschwindigkeit. Und zwar von der Lichtgeschwindigkeit. Wenn das Licht sich nun, ich sag mal, nur halb so schnell bewegen sollte wie in unserer Dimension, man aber dieselben Geschwindigkeiten beibehält, dann wird Zeit anders wahrgenommen. Auch wenn man das selber gar nicht merken würde, weil es ein Inertialsystem wäre. Jede Großdimension ist an sich dann ein Inertialsystem aus dieser Sicht. Und man würde, wenn man selbst Teil davon ist, es nicht bemerken. Das Schöne an der Dimensionsrotationshypothese ist, dass es ein Modell ist, auf dessen Basis viele bislang ungeklärte Phänomene, wie wir das später auch noch bei Spuk sehen werden, auf einer wissenschaftlich fundierten Basis erklärbar werden und mit den geltenden Naturgesetzen in Einklang gebracht werden können. Ich sage jetzt nicht, dass diese meine These 100% oder die Wahrheit ist. Ich sage nur, das ist momentan ein Modell, das wir erst einmal in der Parapsychologie anwenden sollten, so wie Physiker sich darauf geeinigt haben, dass es für die kleinsten Bereiche der Physik, die sogenannte Quantenphysik, eigene Gesetze gibt, die man als Quantenphysik formuliert hat. Warum? Nun ja, auch wenn vielleicht die Details der DRH nicht ins letzte Detail erforscht sind oder gar bewiesen, aber mit dem Modell lässt sich halt unglaublich vieles erklären, vieles wird plausibel und es ist halt übergreifend. Man kann eigentlich jedes parapsychologische Phänomen mit der DRH weitestgehend erklären. Auch das, wo jetzt Physik dran scheitert in dem Sinne. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, da natürlich nicht einmal experimentell, rein theoretisch. Ich habe nicht einen einzigen kleinen Beweis dafür, außer dass ich sage, wenn ich alle Berichte überschauend beobachte und eine gemeinsame Gesetzmäßigkeit zu diesen aufstellen wollte, das ist die DRH im Prinzip. Wie gesagt, es ist eine sehr elegante These, die auch schwer zu entkräften ist, weil wir noch nicht weit genug sind. Genauso schwer ist sie zu beweisen, keine Frage. Aber ich wollte es euch jetzt sehr gerne wirklich zeigen, weil sie wichtig ist und meines Erachtens die beste Erklärung für Evanescence und die Dimensionsthese, die ja der Vorgängermodell, sag ich mal, dazu ist, was ich formuliert habe, sehr gute Erklärung für diverse Phänomene liefert. Noch eine kleine Sache dazu. Das ist jetzt auch wirklich nur eine Art Überlegung zum Abschluss. Leylinien. Die Dimensionsrotationshypothese erklärt auch, warum es an gewissen Orten zu Evanescence kommt und zu anderen nicht. Warum? Naja, eine Rotation und die damit verbundenen Inkursionen würden immer an Achsen stattfinden. Geht ja gar nicht anders. Wenn etwas rotiert, dann gibt es eine Rotationsachse. Jetzt aber die Frage, was sind denn diese Achsen? Naja, es wird vermutet, dass Heiligtümer, zum Beispiel Stonehenge, auf Kreuzungen von Linien besonderer Energie errichtet wurden. Diese Linien werden Leylinien genannt und an diesen sollen paranormale Phänomene gehäuft auftauchen. Bisher wurden dazu nur Versuche in Großbritannien gemacht und mit Zahlen statistisch belegt und es wurde halt erkannt, ja, da wo Leylinien verlaufen, da gibt es erhöht paranormale Aktivität und da wo sie sich kreuzen, sind die heiligen Stätten. Und besonders viel Energie. Das Letztere
sollte man nicht als Beweis anführen. Das Letztere ist nämlich die Grundidee. Weil diese Leylinien, das ist nicht irgendwie, wie das hier in dem Bild so toll aussieht, ein energetischer Fluss, wo ich mit einem K2 MFmeter langgehen und langlaufen kann, die ich also kartieren könnte. Das sind in dem Sinne erdachte Linien, wo man gesagt hat, okay, heilige Ritualstätten, die sind irgendwie miteinander verbunden, ziehen wir mal eine Linie dazwischen. Das sind also rein fiktive Behelfslinien, wo aber statistisch halt vermehrt stattfindet. Also man müsste wirklich hingehen und Phänomene, sag ich mal, begutachten. Ja, im Prinzip ist es das, was man halt auch gemacht hat. Man hat halt gesagt, okay, wir verbinden hier zwei wichtige heilige Punkte. An der gedachten Linie untersuchen wir die Häufigkeit von Phänomenen und siehe da, es ergibt sich eine Streuung, die zur Nähe dieser Linie zunimmt. Das ist also schon durchaus ja ein faktischer Beweis erbracht und wird auch in Großbritannien anerkannt, die Leylinientheorie offiziell. Aber der genaue Verlauf und ob das nun wirklich zwischen allen heiligen Orten ist, weil wenn man sich Karten dazu anschaut, gibt es extremst viele. Das ist natürlich auch fraglich und fraglich ist weiter. Wie kann man äußere Faktoren ausschließen? Also, wenn man jetzt zum Beispiel Spukphänomene beobachtet oder untersucht, dann wird man feststellen, dass in Krankenhäusern, also Orte, wo viel Leid passiert ist, statistisch viele Phänomene beobachtet, berichtet werden. Nun ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle Krankenhäuser an einer Leylinie verlaufen. Man muss also hier ein bisschen schauen, ob das ein falscher Rückschluss ist oder ob das vergleichbare Sachen sind. Darauf wollte ich nur noch hinaus. So, aber diese Leylinien könnten folglich dann die Rotationsachsen der Großdimensionen sein. Und das würde vielleicht auch Sinn ergeben, wenn das dann als religiöse Stätten damals empfunden wurde. Weil, wenn da wirklich in irgendwelchen Abständen es zu Inkursionen kommt und da sozusagen Energie frei wird oder Übertritte frei werden, dann wird das natürlich entweder, ja, wie gesagt, Energie sein, die frei wird, die nutzbar ist, oder aber es wird halt eine sehr spirituelle Erfahrung sein, die man vielleicht als heilig wahrnehmen könnte. Präastronauten oder allgemein Xenologen meinen auch natürlich, dass die alten Stätten, ich sage mal so, Alienstätten waren und auch, dass das Orte mit einer besonderen Energie waren und haben die Überlegung geäußert, ob halt diese dimensionalen Risse vielleicht gar nicht in dem Sinne eine religiöse Sache sind, sondern dass das halt in dem Sinne diese Inkursion, diese ja, Dimensionstunnel, in dem Sinne die Art ist, wie Alien zwischen den Welten hin und her schreiten, also dass wir fälschlicherweise in den Himmel schauen und nach UFOs suchen, sondern sie auf diese Weise vielleicht hierher gereist und zurück sind. Das führt jetzt aber schon sehr weit in die Xenologie, das behandeln wir später deutlich, deutlich ausführlicher. Das wollte ich jetzt mal noch gerne als kleinen Ausblick geben. Ich glaube, wir haben auch heute echt lang gemacht. Meine halbe Stunde, die ich für die Theorievideos verwenden will, habe ich wahrscheinlich überschritten. Das passiert manchmal. Ich denke aber, bei dem spannenden Thema wird mir das keiner übel nehmen. Nur noch kurz gesagt, die nächsten ein bis zwei Videos schauen wir uns halt dann Fälle der Evanescence an. Einfach so und dann könnt ihr ja gerne abgleichen, welche der Sachen hier eures Erachtens am meisten zutreffen. Ich will auch keinen vorschreiben, dass er jetzt diese These, die letzte von mir nutzt. Ich wollte gerne deswegen auch alle vorstellen. Jeder kann sich selbst hier sein Bild machen natürlich und sagen, was er am plausibelsten findet oder sie. Kein Ding. Nur da diese These halt jetzt das erste Mal offiziell publiziert wurde über dieses Video, wollte ich das wirklich gerne ausführlich machen, damit ihr halt auch seht, was die Sache ist, mit der ich sehr gerne rangehe. So, ich bedanke mich für Fragen, Kritik, Hinweise. Bin ich gerne offen, Lob nehme ich auch gerne. Ich habe gesehen, dass ungefähr nur die Hälfte der Zuschauer den Kanal auch abonniert haben. Würde euch gerne, die es noch nicht gemacht haben, bitten, das vielleicht nachzuholen. Das hilft uns natürlich auch sehr. Jeder Daumen hoch, jeder Abo ist kostenloser Support von euch, der unseren Kanal nach vorne bringt. Und umso bekannter wir sind, um desto mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch, unsere Forschungen zu bemühen, voranzutreiben. Das heißt, ihr könnt uns helfen, dass wir besser und schneller vorankommen. Und dafür wären wir euch natürlich sehr dankbar.
Immerhin sind wir eine Community. Wir liefern euch das Wissen, gehen auf Untersuchungen, machen uns Gedanken und ihr unterstützt uns mit euren Rat, Tat, Abos, Likes und so weiter. Und dafür bedanke ich mich. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.